Ach, mein Gott. Ja, hallo zum Podcast Wege des Herzens von Maren Fromm. Heute mit Bettina Schott, unserer Kooperationspartnerin vom Maren Fromm-Institut. Bettina ist ursprünglich aus der Ecke Mannheim, lebt aber mittlerweile nach einem Zwischenstopp in Spanien am Timmendorfer Strand, wenn ich es richtig weiß. Also auf jeden Fall ganz schön im Norden. Bettina hat den Verlag Herzprojekt Media und macht selber auch Herzprojekt-Interviews, hat ihre Zeitung, ihre Online-Zeitschrift vom Herzprojekt, da darfst du dann auch gleich selber nochmal was genauer zu sagen, in der das Maren Fromm-Institut auch schon vertreten war. Liebe Bettina, ich freue mich riesig, dass du da bist zum Wochengespräch. Wie geht's mir? Was beschäftigt mich gerade und was bringe ich mit? Und Ja. möchte ich gerne den Menschen mitgeben? Und ja, was bringst du denn so mit? Let's go. Erst mal vielen Dank vorab, liebe Maren, überhaupt, dass ich da jetzt auch heute in deinem Podcast zu Gast bin. Freut mich total riesig. Und ja, und wie gesagt, erstmal vielen Dank einfach, dass wir heute mal zum Gespräch zusammenkommen. Ja, was beschäftigt mich? Ich habe gerade eben eingangs auch gesagt, was beschäftigt mich aktuell? Und ich glaube, das Thema ist, was ich heute mitbringe, ist ja, es kommt anders da als gedacht, das neue Jahr, und besser als erhofft. Das ist irgendwie jetzt so ein Spruch, der mich jetzt wirklich schon seit Anfang des Jahres echt gleich so einholt, weil, und ja, dass man einfach viel weniger plane dürfen und viel mehr in dem Sein, in dem Jetzt, in dem Moment leben dürfen. Und ich glaube, das ist jetzt auch so die Aufgabe, die ich zumindest gerade so aktuell spüre, dass es eben viel, viel mehr um das Sein geht, um die Intuition, um die Verbindung, dass wir uns das mehr spüren und eben mehr auf unserer Intuition auch vertrauen und der auch folgen. So wie eben Wege des Herzens, genauso der Ausdruck eben auch, ne? Wege des Herzens, genau das ist so das aktuelle Thema. Und Ja, das ist spannend. heute. Also mir ist die gerade heute bewusst geworden. Ich meine, heute ist der 21. Januar. Wir haben schon wieder 3 Wochen im Ja. Jahr und da kann man tatsächlich sogar schon so einen ersten Rückblick auf fast einen Monat sogar machen. Und ja, ich weiß von dir, bei dir passiert ganz viel. Und ja, auch im Maren Fromm-Institut ist ja auch schon so einiges an Entscheidungen gefallen, was dieses Jahr auch schon betrifft und wo auch der Intuition gefolgt wurde und wird. Wo siehst du es bei dir ganz besonders, Bettina? Dass es anders gekommen ist, als ich es so geplant habe, oder dass es einfach, dass ja, Ja, und dass die ne? Intuition so wichtig ist. Also was macht es, wodurch ist es dir so bewusst geworden jetzt gerade? Weil ich auf einmal so die Zeichen habe, weil auf einmal Türe aufgehen, weil auf einmal E-Mails dann kommen, wo ich denke, das passt jetzt aber gerade ganz genau, da habe ich mich gerade mit beschäftigt und blub, ja, kommt die E-Mail heute, wir können direkt telefonieren und können das so und so machen, und es float auf einmal. Du bist in so einem Gefühl von, ja, ich werde hier geführt und es ist alles richtig gerade, was passiert. Und das ist eben dann, wenn du dich wirklich ganz so drauf auch einlässt und nicht deinen Kopf schon wieder, ah, aber ich weiß nicht, ob das geht und was ist, wenn nicht und so. Das fängt dann immer schon gleich, der Kopf will immer, ne, da schon wieder so mitplappern. Nee, bleib einfach bei deinem Gefühl und lass dich da wirklich führen, und dann gehen Türen auf, dann kommen die Zeichen. Und das war jetzt schon Anfang des Jahres, war schon so zwischen die Jahre schon, so Rauhnächte-mäßig schon, habe ich schon, ah, okay, das kommt vielleicht so und das kommt vielleicht so. Aber es war gleich Anfang vom Jahr klar, okay, also da gehen jetzt Türen auf und ich muss mich wirklich jetzt mal darauf einlassen, ach, und darauf vertraue, dass das alles richtig ist, so wie das jetzt kommt. Und das finde ich mega spannend gerade. Das so, weil da sitze ich wirklich manchmal da und denke, hey, wow, also das, ne, da kommen, wie gesagt, mal Anrufe und da kommt das und da kommt das und ja, also das ist schon mega gerade, was sich so ergibt einfach alles für mich und wo die Türe da jetzt eben aufgehen, und das freut mich total. Und eben, weil ich meiner Intuition gefolgt bin.
Ja. Ich glaube, ich darf das halt auch sogar schon sagen. Ich habe das, weil da haben wir es auch immer gern von Beispielen, ne? Ja, Von genau. Also wollte ich auch Geschichte. gerade fragen. Genau. Genau. Ganz konkret einfach auch mal zu sagen, einem Beispiel jetzt gerade. Das war, ich habe ja im letzten Jahr in dem Herzprojektmagazin Zeitenwende, Impulse für den Wandel war das Titelthema. Habe ich ja den ja, spirituelle Weisheitslehrer Kurt Tepperwein interviewt mit seiner Frau, mit Nada Brahma. Und habe doch schon in dem Interview gespürt, oh, also mit der Frau habe ich irgendwie was zu tun. Ich habe die aber nie auf dem Schirm gehabt. Ne? Man hat immer Kurt Tepperwein sich die Sache erklärt und so. Und trotzdem war sie in dem Interview mit dabei. Ich habe sie natürlich mit eingeladen, weil es um ihr neues Projekt ging, um GHU, Global Harmony Unity. Und ich habe, es war einfach so Herzensverbindung da. Das war, das kann man kaum beschreiben. Ne? Es ist immer schwer in Worte zu fassen, aber es war eben, ich habe sofort gespürt mit der Frau, ist irgendwie, es ist sofort so geflossen und es war so schön. Ich habe in noch dem Interview schon direkt einen Impuls gehabt und habe mich gar nicht aber getraut, das zu kommunizieren. Und erst kurz vor Weihnachten hat sie mir nochmal geschrieben, E-Mail geschrieben. Das ist das, was ich so meine. Du hast diesen Impuls, du tragst das so ein bisschen rum, ne? So hast du das so ein bisschen in dir, traust dich dann aber vielleicht nicht. Und dann guckt noch um eine E-Mail. Das ist dann das, was ich vorhin so gesagt habe. Dann guckt die E-Mail und dann hat sie mir geschrieben, ja, du kannst mal gerne nochmal das Video schicken, wir würden das gerne nochmal auf unserem Kanal auch veröffentlichen auf YouTube. Und hat mir nochmal schöne Worte auch geschrieben und noch der E-Mail. Und dann hat sie auch noch, ja, das fand ich total klasse. Das heißt, sie möchte an Heiligabend unser Interview online stellen. Und das hat mich total berührt. Ja, dann sitze ich so vor der E-Mail und denke, wow, also wow, was, das war so für mich eine totale Wertschätzung einfach. Und ach, was sie geschrieben hat, ihr Worte, die haben mich total berührt. Und dann habe ich mich ja, aufgrund dieser E-Mail echt getraut. Und habe ihr dann geschrieben, so, ah, super, habe ihr das geschickt und hat gesagt, ja, ich habe da so einen Impuls und den möchte ich jetzt einfach mal teilen und mal gucken, wie der schwingt, ja. Und der Impuls war einfach der, dass ich schon bei dem Gespräch ein Bild einfach durch mich so durch, ist ein Bild vor mir gehabt habe. Ich habe das Titelblatt GHU Magazin gesehen. Also ich habe ein Magazin gesehen, hab gesagt, wie schön wäre das, wenn diese ganzen Inhalte von dem neuen Projekt, die haben ja schon ja, Videos gemacht, ganz viel Videomaterial schon gesammelt und wie schön wäre das in so einem Magazin, das zusammenzutragen, wie so Sammelbecke erst einmal, ja, aber auch so mit Impulse von der Unity, also von den Mitgliedern oder Teilnehmern jetzt so, ne, an dem Projekt. So, was hat das mit einem Menschen, was macht das mit einem Menschen, weißt so, und weil das war bei mir eben auch gleich ganz großes Jahr und da bin ich auch jede Woche mit dabei und dann habe ich dann wartet mal ab und da kam ein paar Tage erst wo gar nichts und dann, okay, und dann hat sie mir, und das fand ich auch so mega, E-Mail geschickt mit einer Audiodatei und das habe ich auch so noch nie. Ich habe noch, hab noch gedacht, okay. Und dann hat sie geschrieben, ja, den Impuls teile ich dir jetzt per Audio. Und dann hat sie so begeistert davon gesprochen, dass sie das vorgestellt hat in ihrer, ja, in ihrer, in dem Grün, bei der Gründungsmitglieder, ne? Und dass sie das gern machen würden, hat mich eingeladen. Und dann ging das jetzt schon alles los. Und in der Nacht dann noch, das kleines Titelbild, das Bild, was ich gehabt habe, so schon zusammengebaut und direkt den nächsten Tag Redaktionsgespräch schon mit ihr gehabt. Also es ist mega, mega, mega. Und das meine ich eben, weißt, wenn du wirklich dem vertraust und dich auch traust, es ist natürlich auch viel, ja, auch mutig einfach zu sein, ja, zu sagen, ja gut, also was kann schon passieren? Ne? Das ist auch so, das was kann passieren. Es kann sein, dass er sagt, nö, gute Idee, aber kein Interesse. Aber möchtest du einfach diesen Mut zu haben, ach, dem zu vertrauen, diesen Impuls oder eben dieser Idee, wenn das durch dich durchkommt, das auch wirklich rauszugeben. Und ich spüre jetzt schon, was das eine tolle Energie eben ist, ach, bei ihr, was es bei ihr jetzt so angestoßen hat. Und ja, und es ist wirklich so, wir haben eine Verbindung und das hat sie auch mir bestätigt. Und das fand ich da echt ganz großartig. Und dass ich das mich getraut habe und dass ich sage, es kommt anders als gedacht und besser als erhofft. Ja, Bettina, war das schon immer so, dass du so mutig warst oder was? Was hat sich
bei dir verändert, also dass du diese Wege dich jetzt auch traust zu gehen. Also ja. Ich meine, ich kann das total nachvollziehen, ja? Ja. Aber ich mag es gerne mal von dir hören. Ja, also ich sage mal so, ich habe mal, du weißt ja, ich mache Seele-Collage, ne? Mhm. Und ich habe das schon vor, ich glaube vor 10 Jahren war das schon, wo ich angefangen habe mit Collage zu machen und die Seele-Collage zu machen. Und irgendwann war auf meinem Leporello gestanden, was braucht es für ein gutes Leben? Entschlossenheit und Vertrauen waren dann drauf gestanden. Und das Leporello, das begleitet mich schon seit Jahren. Das habe ich auch digitalisiert, das kann man auch kaufen. Okay. Das heißt Lebensfreude, also unter dem Motto Lebensfreude steht das. Und es begleitet mich, ja, es braucht es eben. Entschlossenheit und Vertrauen. Und natürlich gehört dazu auch Mut, ne, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, ich weiß genau, ich habe als Teenager, ja, vielleicht mit 16 oder so, irgendwann mal Mutti gefragt am Küchentisch, ja, so, du Mama, bist du glücklich? Und meine Mama, ach Gott, Kind, das fragt man nicht, ne? Also glücklich, das ist, fragt dich das besser nicht, ja? Weil da fangst du an zu grübeln und dann vielleicht ganz depressiv, also das fragt, also Gefühle, ne? Also gar nicht so. Mach einfach, geh deinen Weg, mach einfach, ne, so bla bla. Also Gefühle und Glück, das kennt man dazu. Und ich weiß nicht, ich habe dann damals, war bei mir ganz klar, aber nee, also das ist, aber um das geht's doch im Leben, oder? Mhm. Also dann habe ich gesagt, ja, und dann haben wir weitergesprochen, da war noch spannend, wo ich dann gesagt habe, ja, ich möchte aber irgendwann auch mal machen, was ich will. Und die und sagst, ach gut, mache, was du willst, das kann ich auch vergessen. Das geht gar nicht, man kann nie machen, was man will. Und ich so, was erzählt die mir da? Und es hat sich einfach nicht gut angefühlt in dem Moment. Ja. Ich will glücklich sein. Und ich glaube, da war die Entscheidung, war diese Entschlossenheit, auch zu sagen, okay, wie will ich das? Also ich will glücklich sein in meinem Leben. Also das ist so, dass ich sage, wenn ich 80 bin oder 90 bin, möchte ich sagen, können, ja, ich habe ein glückliches Leben gelebt. Ja, ich möchte zurückgucken können. Und das war mir damals in dem Moment ganz klar, dass ich mich das frage. Also ich möchte es fühlen. Ich möchte dieses Glück wirklich leben. Mhm. Und ich glaube, das war die Entscheidung einfach, die ich getroffen habe. Da war ich ganz entschlossen. Also, nee, also ich wünsche mir das so und ich wünsche mir das so. Mhm. Und dann, ja, ja, Kind, wäsch schon sehe, wie das muss so wird. Ne? Aber ja, ich bin dann eben den Weg doch so gegangen und ich war dann doch auch mutig und habe mich von vielen Sachen befreit und habe Entscheidungen getroffen in meinem Leben und habe es dann auch so gemacht. Mhm. Was natürlich dann nicht einfach ist. Also ich finde auch so überhaupt diesen Weg dann wirklich des Herzens zu gehen, ist nicht der einfache Weg, finde ich. Im Gegenteil, ich glaube, also so an die inneren Themen zu kommen, ja, und Dinge aufzulösen, an Ängste zu gehen, an die Trauer zu gehen, ja, also das ist so nichts, das was macht so keinen Spaß, ne? Das ist nichts, was ja, genau. Genau, das versuche ich auch immer deutlich zu machen. Das mag sich zwar immer, also so ein bisschen super spirituell oder einfach anhören, ja, ja, Wege des Herzens und was macht denn ihr für ein Blabla? Und ich für mich sage das ganz genauso. Also Wege des Herzens sind kein Zuckerschlecken, ja? Also bis man zumindest auf seinen Wegen des Herzens ist, also und wirklich seine Wege des Herzens geht, da gehört wirklich unglaublich viel Mut dazu und ganz, ganz viel Aufräumen, je nachdem natürlich, was man für eine Geschichte hat und welche Themen in einem stecken, was einem mitgegeben wurde. Ja, und trotzdem, also, oder vielleicht gerade deshalb, ist es hinterher aus meiner Sicht umso schöner. Also wenn du wirklich in das Gespür gekommen bist und es für dich gefunden hast, dann ja, wird einfach ganz viel Glückshormon auch freigesetzt, ja. Ja, und dann gehen eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, dann gehen auch wieder die Türe auf. Ja. So diese, ich sage mal, die Mutigen werden belohnt. Und das ist eben aber auch so, ja. Wenn du dann wirklich diesen Mut hast und diesen Schritt auch zu gehen, eben die Tür zuzumachen, dann geht der andere Tür auch wieder auf. Und ich habe das wirklich so erlebt in meinem Leben. Und deswegen bin ich auch auf diesem Weg auch geblieben. Und ich war lange Jahre bei einer Heilpraktikerin und die hat ganz oft Kunde gehabt, also so Erstgespräche, ne, Zweitgespräche, und dann sind die nie mehr wieder gekommen.
Und da hat sie gesagt, Mensch Bettina, warum kommst du eigentlich immer noch zu mir? Und warum kommen die anderen nicht mehr? Und so. Und das, sie hat sich schon auch manchmal schwer mitgetan, ne? Weil das so, weil sie war immer sehr ehrlich und sehr, also geradeaus auch. Also die hat mir immer direkt die Sache so gesagt. Und manchmal habe ich auch gedacht, boah, ja, da gehe ich nie mehr wieder hin. Mhm. Aber irgendwas hat mich ja doch dazu gebracht, wieder hinzugehen. Hat sie mich mal gefragt und habe ich gesagt, du ganz einfach, ich habe mich dafür entschieden, das ist es eben. Ich bin entschlossen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und da tut es auch manchmal weh. Und also, du sagst mir auch ganz oft Sachen, die ich echt nicht hören will. Und du denkst, nein, ne? Weißt du? Ja. Und ich sage immer, Mensch, ich habe das jetzt schon 10 Mal durch. Dann sagt ja, aber das halt, sie haben es schon 10 Mal durch, aber es braucht vielleicht noch 11. oder 12. Mal. Ja, genau. Und ich habe ihr echt vertraut, ach du, auf dem Weg, ein ganzes Stück. Wir sind über 10 Jahre wirklich, war der Weg einfach zusammen. Und ich habe gesagt, ja, das ist es. Und ich glaube, ganz viele haben einfach dann auch Angst, ja, und sagen, oh, also die Tiefe, ja, und da müsste ich schon wirklich auch was verändern. Also ich habe ja auch Dinge dann in meinem Leben verändern müssen im Prinzip, ja, es war ja mehr, ja, was ist müssen, dieser, du hast dann einfach auch diesen Drang, was zu verändern, also bei mir war es zumindest so. Magst du mal erzählen, was du verändert, also weil ich finde deine Geschichte oder euren Weg, deinen Weg total spannend. Magst du mal erzählen, also wie so deine Lebensgeschichte war, also was du gelernt hast und wie so dann euer Leben war, bevor ihr auch nach Spanien gegangen seid und wie du in Timmendorf gelandet bist? Ja, das ist ja, also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt halt haben. So, wir haben, also wir haben jetzt noch 45 Minuten. Wow. Okay. Ja, also es ist wirklich spannend gewesen bis jetzt, also die Reise so. Also ich bin jetzt 52 und habe wirklich gesagt, also wie ich mit 49 habe ich gesagt, okay, 49 Jahre Vorspiel und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Und so empfinde ich das auch. Also es war wirklich 49 Jahre Vorspiel. Ja, ich habe zu Hause bei meinen Eltern lang gewohnt. Ich warte mal bis zu meinem 40., 41. Lebensjahr. Also ich war sehr bestimmt von meinem Elternhaus. Also echt so fremdbestimmt auch von meiner Mama, ohne jetzt irgendwie ihr da irgendwas vorwerfen zu wollen. Im Gegenteil, ich habe mich ja auch dafür entschieden, es war auch mein Weg, ja, das ist immer so, du hast schon immer die Eltern, die du da irgendwann ausgesucht hast, die dich hier auf diesen Weg auch bringen, ja, weil wenn das nicht, ne, wäre das nicht so eng gewesen und auf einmal so Dinge, hätte ich mich da vielleicht auch gar nicht wirklich befreien wollen, ja. Mhm. Also es war schon alles gut so, wie es war. Aber so war es eben auch. Also ich war sehr fremdbestimmt. Das heißt, einfach nicht selbst Entscheidungen getroffen, sondern viel gehört, was sie gesagt hat, weil sie immer recht gehabt hat. Und ja. Das habe ich so empfunden als Kind, weißt, und als früher, also junge Erwachsene. Und dann kam bei mir. Darf ich da ganz kurz reingehen? Ja. Du hast dich mit 16 schon entschieden, glücklich zu sein. Was glaubst du, also was hat es denn trotzdem ausgemacht, dass du das dann nicht mehr hinterfragt hast, bist du ja, das ist gut, das ist genau, das ist eine gute Frage, das ist ganz einfach, es war ein Schicksalsschlag sozusagen unserer Familie, da war ich dann 19, also weißt du, mit 16, da fangst du dann noch an und wie gesagt, hast du das hinterfragt, ich habe auch immer schon früh geschrieben, mit 12 schon angefangen zu schreiben, mit Tagebüchern und so und habe dann das schon immer wirklich reflektiert, ja, aber wie ich 19 war, ist mein Bruder mit 23 an einem Hirntumor verstorben. Okay. Und der hat alles noch einmal durcheinander gewischt, also das muss ich schon sagen, das war dann nochmal so, das ist Gesundheit. Entschuldigung, danke. Alles gut. Ja, das war ein Punkt in meinem Leben, der einfach so ein Change nochmal war, also ich glaube, da habe ich dann von dieser Revoluzzerin, die immer so in mir ist, so, ne, mache ich nicht, ne, ich mache das anders, ich mache, wie ich das will, da habe ich mich dann einfach, das habe ich dann einfach weggepackt, das habe ich gedeckelt, ja, und lange Jahre. Und war das was dein Bruder bis dahin übernommen hatte, diese Familiengeschichte weiterleben? War das was, und du hat er dich freigehalten und du hattest dann die Chance, zu Revoluzzer zu sein? Kann gut sein, ja. Kann gut sein.
Ja, das ist Ja. schon spannend. Ich habe mal später, weiß ich noch, mit meiner Tochter, die habe ich mal in die Schule gefahren, weil ich mit dem Auto so morgens in die Schule, du bist noch so halber im Schlaf und so, und trotzdem waren da alles nur so Gespräche, und dann hat sie mich dann im Auto bei der Autofahrt gefragt: Du Mama, wie alt warst du noch mal, wie dein Bruder gestorben ist? Und ich habe dann gesagt: Du, ich war 19, wie ich gestorben bin. Und dann sagt sie: Oh, da bist doch du nicht gestorben. Das war, und ich, aber ich habe das in dem Moment gesagt und habe gedacht: Wow, aber warum sagt, ne? Das ist also wieder was, ne? Du bist geführt. Also es ist einfach immer, es kommen immer so die Sache durch dich durch, und das war dann so, ja. Also ich glaube, ich habe mich da einfach selbst wirklich, ja, ein Teil von mir bestimmt ist da auch einfach gestorben, ja. Also wo ich dann nie mehr den Weg gedacht habe, ich kann das so nicht mehr machen, ich muss jetzt für meine Eltern da sein, ich muss jetzt mich im Prinzip anpassen, wie auch immer, mich aufopfern, was weiß ich, also was da alles vielleicht war. Und so ist es auch komisch. Ich habe dann mit 23 meinen Mann kennengelernt und geheiratet. Wir haben dann Kinder, zwei Mädchen auf die Welt gebracht, und ja, und haben dann mal meine Eltern umgebaut und angebaut und haben also das Leben in meinem Elternhaus im Prinzip verbracht, ja. Und das war natürlich überhaupt nicht, so, mir überhaupt nicht gut getan. Weil ich bin immer mehr in dieses Ding da neu. Also wir haben alles zusammen gemacht. Wir haben zusammen gegessen mit meinen Eltern. Wir sind mit meinen Eltern zusammen in Urlaub gefahren. Meine Mutter hat bei uns, mein Mann hat ein Reisebüro gehabt, war selbstständig mitgearbeitet, ja. Wir sind zusammen Einkaufen gegangen. Also wir haben, weißt du, das war einfach viel zu eng und viel zu überstülpt alles. Und ich habe dann wieder so ein Change gehabt. Das war dann, da war unsere zweite Tochter, die Maren, auch die Maren heißt. Das ist auch so was Das ist Schönes. auch schön, gell? Ja. Die war dann, da war ich dann in der habe ich eine Krabbelgruppe geleitet, genau. Wir haben dann so einen Abschluss gemacht, ein Wellnesshotel abgekürzt. Ich habe dann mir eine ayurvedische Fußmassage gegönnt. Und dann sage ich halt noch, das war mein Engel. Also der Engel, das war ein ganz gruseliger Typ. Also für mich so, ich weiß nicht, so schmutziges T-Shirt auch gehabt, und hat so ein bisschen geschielt. Und ich muss echt sagen, er war mal total unsympathisch im ersten Moment. Ich habe gedacht, okay, den habe ich jetzt als. Und war irgendwie schon so ein bisschen so, naja, okay, der macht ja bloß bei Füß, habe ich gedacht. Und dann hat der Mann, als in mir was aufgebrochen, also ja, es war unglaublich. Ich habe, also da hat mir praktisch die Füße massiert und hat mir mein Leben erzählt, ne? Und hat dann gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich wohne aber noch zu Hause von meinen Eltern. Und dann hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und er sagt, um Gottes Willen, Sie müssen doch raus. Sie müssen doch raus, sonst Sie werden krank. Und ich so, boah, weißt, und das kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Und ich hab dann auf der Liege mich gelegt, und der als an meine Füße und immer so geschielt, und ich habe gedacht, ach du, was macht der mit mir? Aber da habe ich das erste Mal, wirklich das erste Mal gespürt, weil ich habe hinterher, ich habe Nervenzusammenbruch gehabt. Ich war 3 Tage im Bett gelegen, ich konnte nicht raus. Mich hat auch keiner aufgefangen in dem Moment. War ja keiner da, außer die Frau, weißt, so die im Wellnessurlaub feiern wollten. Und ich konnte nicht aus dem Bett. Ne? Ich war total am. Also ich bin total, das war ein Aufbruch, ein Zusammenbruch, alles in einem. Aber ich habe gemerkt bei der Heimfahrt, okay, Bettina, irgendwas in deinem Leben läuft da gerade schief. Ne? Also das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Genau, dann bin ich meiner Hämopathin Domus, also Seele-Coach sozusagen, begegnet. Und ja, und bin dann den Weg so dann wirklich gegangen. Also okay, so kann es nicht sein. Und mich wieder eben auch erinnert, ja, ich will doch ein glückliches Leben leben. Und dann kam wirklich so eine Phase noch der Anna. Ich habe dann, wir haben auch Ehekrise gehabt, dann mit, sag ich, Ende 30, ja, kam alles zusammen. Weißt? Und dann denke ich, erst, es liegt ja am Partner. Und dann war aber klar, du musst aus dem Elternhaus raus. Und ja, und das habe ich dann auch gemacht, da habe ich mich dazu entschieden. Und das war natürlich allen immer nicht erst, das ist eine Entscheidung, und die holt aber noch einmal. Also die Entscheidung war getroffen, da war ich 32, es war da mit dem Masseur, und mit 42, also 10 Jahre später, bin ich dann tatsächlich ausgezogen. Also es hat schon eine Weile gedauert. Also ich habe mich davon wirklich befreit. Und was aber auch
wenn man das jetzt so sagt, man denkt, dann sieht man aus, alles ist gut und das war ja nicht. Ne? Ich habe dann wurde sie erst angefangen, ne? Dann ging es erst richtig los. Im Prinzip. Yeah. Weil du denkst, ach, hast mich ausgezogen, soll ich das alles hinter dir? Nee, 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 das geht, da geht es ja auch erst wieder los. Weil dann, ne, dann kam der Prozess Eigenverantwortung, komm ich in der Eigenverantwortung, mm-hmm. ja. Und natürlich auch meine Eltern, das war alles nicht so, das war ein richtiger Rosenkrieg gewesen, kann man so sagen. Ne? Ja, also das kann ich bestätigen. Scheidung mit den Eltern, war schon eine krasse Geschichte. Ja, also dass so ein Prozess dann auch, also es hört sich vielleicht für manche verrückt an, hä, sie trifft mit 32 die Entscheidung, warum geht sie dann nicht, warum braucht sie dann nochmal 10 Jahre so und warum dauert es dann nochmal? Ja, man darf nicht vergessen, was wir für Leben vielleicht auch hinter uns haben oder welche Geschichten wir auch verdrängt haben. Oder ich meine, bei dir hingen dann auch Familie noch mit dran, Mann ja. und Kinder. Das sind alles Menschenwesen, kleine Seelen oder sind alles Seelen, die müssen, wenn man gemeinsam bleiben möchte, müssen diesen Weg ja mitgehen und mit der Veränderung umgehen können und das mittragen können. Ja, so. Ja. Und und manches braucht einfach seine Zeit. Also wenn ich mir mein Leben angucke, ich habe mir auch, also ich werde jetzt dieses Jahr 50 und jetzt ist die Trennung von Melinas Papa, war jetzt im Dezember waren es 9 Jahre, also jetzt, wir sind jetzt im 10. Jahr der Trennung und also ich finde es Wahnsinn, also was ich die ersten, also ich habe mir dann auch jetzt im April vor 9 Jahren die Frage gestellt, was will ich, also was für ein Leben habe ich überhaupt geführt und will ich das zukünftig auch? Wer will ich denn sein? Wer bin ich? Wo will ich denn hin? Und da war dann schon auch vor 9 Jahren ganz klar die Ansage, naja, nee, also so will ich ja gar nicht mehr leben und das war auch gar nicht mein, also doch, es war natürlich mein Leben, ich habe es ja gelebt so, aber so will ich für die Zukunft nicht leben, ja? Ja. Und trotzdem bin ich irgendwie 7 Jahre davon nochmal durch zig Stolpersteine durch und musste zig Prozesse nochmal gehen oder nochmal Erfahrungen, ähnliche Erfahrungen mehrfach wiederholen, bis zur schlimmsten eigentlich, bis mein Geist endlich gesagt hat, ey, Maren, blickst du es endlich? Ja, so und geht nicht immer die gleiche Lösungsstrategie, nimm auch mal eine andere, geh mal neue Wege. Ja. Also für mich war das auch ein ganz langer Prozess, in dieses Bauchgefühl und in das Vertrauen vom Herzen ja. und vom Bauch zu kommen, weil ich selber war extrem kopfgesteuert und das ist mit einer Entscheidung, ich will glücklich sein oder die Entscheidung, nee, das ist nicht das Leben, das ich leben will in Zukunft, damit ist es nicht einfach geschehen. Ja. Das ist richtig, das stimmt. Und wie das eben auch gesagt hast, da waren auch Familie, da war mein Mann da, wir haben bei meinen Eltern umgebaut und angebaut, das heißt, wir haben da auch Schulden gehabt, du hast ja. dann auch durchfinanziert und so. Und dann kommt noch der nicht ganz klar dazu und das finde ich auch so krass, das, dieses ganz starke, dieser Glaubenssatz irgendwie, oder ja, Glaubenssatz ist es, glaube ich, schon unter Überzeugung, darf ich das überhaupt? Mhm. Ja, darf ich jetzt überhaupt um mein Leben leben? Ja, und also das war schon so, dass das die Jahre eben im Prinzip, dass ich mich doch von diesem Ding befreie, also von diesem Glaubenssatz oder von dieser Überzeugung, ja, von wegen, ja, ist, so einfach ist es ja nicht, ne? Du kannst nicht einfach dein Leben leben und immer die Frage, ob ich es überhaupt darf, was ich yeah. da, ne, dass ich da glücklich sein darf, ja, und diesen eigenen Weg gehen darf. Naja, es hat deine Mutter dir ja mit 16 gesagt. Ach, glücklich sein, also das kannst du gleich mal knicken und das machen, was du willst, geht sowieso nicht. Genau. Ich überlege mal, ja, und ja, so ist es ja auch gelebt und so lebt es ja auch noch. Und es ist so, wo ich sage, ja, warum sind wir dann so auf der Welt, ja, sie sagt halt noch, ach, immer du mit deinen Gefühlen, sage ich, ja, Mama, aber das ist das Leben, oder, ich meine, da geht es um Gefühle in dem Leben. Und, ja. Aber sie hat sich da eben, ja, sie wollte eben nicht fühlen. Ne? Mhm.
Und das ist aber auch eine Entscheidung, ja, die sie irgendwann mal getroffen hat. Und sicher auch seine Gründe hat, ganz klar. Aber, und da nicht hingucken zu wollen, weil da eben ganz großer Schmerz wahrscheinlich auch ist, ne? Noch bei ihr eben auch. Und dann da nicht hinzugucken, um sich da vielleicht auch zu schützen, ne? So dieses, da fühle ich jetzt nicht, ne? Also alles so, alles so runterzudrücken, ne? Aber wie gesagt, es war wirklich eine Reise, bis wir dann ausgezogen sind und dann und meine Kinder wollten nicht ausziehen, ne? Das war nur, oh. Aber ich habe ganz klar gesagt, ich muss jetzt hier raus. Also da war irgendwann ein Zeitpunkt da, wo ich gespürt habe, also in diesem Jahr, weil das so, das war auch so um Weihnachten rum und im neuen Jahr habe ich gewusst, okay, also in dem Jahr wird es passieren. Und dann war es auch so. Ich habe im Januar nach einer Wohnung geguckt und das ist dann auch wieder diese Führung. Du entscheidest, jetzt in dem Jahr das läuft jetzt so, ja. Also jetzt ist der Zeitpunkt da. Im Januar die Wohnung gefunden. Leider dann, was ist leider, es hat bis Oktober noch gedauert. Wir haben dann eine Eigentumswohnung eben gekauft. Im April haben wir es gekauft. Im Oktober sind wir ausgezogen. Das war schon noch ein schwieriges Jahr dann. Aber trotzdem Entscheidung getroffen und die Wohnung ist ach, dann direkt gekommen. Weißt du, so, das war alles so wieder passend und stimmig. Seid ihr da noch in Mannheim geblieben? Wir waren in Bad Dürkheim. Ich habe in Okay. Schauenheim gewohnt. Das ist so Ja. bei Nähe von Neustadt eher. Ja. Also, ne, das war Rheinland-Pfalz, habe ich gewohnt und dann eben nach Bad Dürkheim gezogen. Das war so Okay. 20 Kilometer weg Ah ja. vom Elternhaus. Ja. Aber Okay. für mich war es eine neue Welt. Ja. Und ich bin Ja, als erste Mal ausgezogen, das erste Mal aus dem Ort raus. Weißt du, wie das ich glaube meine? ich. Ich war ja so ganz so. Also es war schon toll, aber das war, ja, da haben wir dann 7, 8 Jahre gelebt und haben auch ganz neue Beziehungen auf einmal gelebt. Also unsere Beziehung ist auch total aufgeblüht dann in der Zeit, weil da war mehr auf uns, ne? Also Ja. ach, das war echt das Geschenk, auch mit den Kindern und so. Und die Kinder haben dann später auch, wie sie im Teenageralter waren, gesagt, Mama, das war die beste Entscheidung ever. Und waren dann auch dankbar, ne? Und mein Mann auch. Ja. Aber in dem Moment eben, wenn, es ist so, dass man Veränderungen, wir hatten schon gern Veränderungen, wirkliche Veränderungen im Ja. Leben. Ja. Ja. Aber ja, es war gut und hat uns da hingeführt. Und dann, ja, wie es so ist, bin ich 2015 habe ich auf einmal so einen Ruf bekommen, noch rum, wo ich sage, okay, irgendwie mein Leben, was will ich? Ja, weil das Reisebüro, das habe ich mit meinem Mann zusammen aufgebaut und das war auch toll, das hat mir auch gefallen und hat mich auch wirklich in dieses Grafische, ich habe dann einen Reisekatalog, haben wir selbst entworfen und haben einen Reisekatalog rausgeprobiert, für Dialysepatienten. Da konnte ich also auf einmal auch nicht meine grafische Sache ausleben, ne, sondern Bist du habe dann. Grafikdesignerin oder? Ich hab mich da weitergebildet, weil ich Ja. das mal gerne machen wollte. Ja, weil es Ja. ist was, es liegt mir, das habe ich gewusst. Ich habe das schon immer gern gemacht Ja. und auch Ortszeige entworfen und so, weißt, Ja. damals noch mit Kopierer und Ausschnitte, weißt, so in der Ja. Anfangszeit, Anfang Ja. der 90er. Und dann kam eben so dieses, Mensch, das könnte ich machen, habe ich mich weitergebildet. Ich habe in die Okay. Schulung gegangen und habe Social Media Managerin dann gemacht, 2015. Ja. Alles dann eben schon online. Ja, online war das 2015, genau. Und dann Schulung gemacht über die SMA. Und das war, ich habe, ja, du kannst schon ganz viel machen, weißt, alles Ja. so, du kannst alles lernen über Video und so weiter. Und das war echt toll. Ja, genau. Und das, von der hat mich das alles auch, hat mir echt Spaß gemacht. Weißt, Schaufenster dekoriert, Events organisiert, Beratungen gemacht natürlich und viel Mitarbeiterführung und so. Also ich habe mich viel mit den Mitarbeitern auch beschäftigt. Und eben Meetings gemacht, weißt, so runde Tisch und geplant und so weiter, Marketing und so weiter. Also war alles wirklich mein Ding. Aber trotzdem habe ich auf einmal gespürt, Mensch, Bettina, aber irgendwie ist da auch noch was willst du überhaupt, ja? Und bin dann, das war 2014 schon, da kam, ach, weißt du, wie es ist, plopp, irgendwas aufgeploppt irgendwo im Internet. In Solothurn war ein Berufungskongress, 3 Tage, Schweiz. Okay. Und ich so, oh. Oh, toll, ne? Robert Beetz war da noch dabei, Veit Lindau, glaube ich, war auch mit dabei, ja, genau. Und Zuhorst, die zwei, ne? Die waren auch dabei. Und also ganz tolle Referende. Und ich habe gesagt, oh, da muss ich hin. Mein Mann ist mit. Und noch meine beste Freundin damals, die war zu dritt nach Solothurn und haben diesen Berufungskongress gemacht. Und da habe ich gespürt, boah, also ja.
da ist was, da ist ein Ruf in mir und ich muss da jetzt auch noch einmal, dem auch noch mal, weißt, ich muss dem folgen. Da war wieder so diese Entscheidung, okay, da ist eine Berufung, also ich muss rausfinden, was es ist. Ich, das, weißt, wieder so diese Entschlossenheit, ich muss rausfinden, was es ist. Irgendwas ist da noch in mir, was da gelebt wäre wie ein Teil. Mhm. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und dann war es ja 2015 so, auch spannend. Meine Tochter Geburtstag hat, ich in der Küche, weißt, so gekocht und alles so vorbereitet. Und während dem Kochen kommt mir auf einmal kreativ meets Block. Ich so, ach gut, kreativ meets Block. Weißt, so, dann mein, der Löffel raus, mich hier kocht, Handy genommen, die Domain erstmal gesichert. Ja, so. Ja. Und habe dann innerhalb von einer Woche meinen ersten Blog gemacht. Habe dann wieder einen Kurs gebucht, WordPress, weißt, wie kann man das machen? Habe mich da wieder eingefuchst. Also ich bin dann auch so jemand, der dann wirklich, ich habe dann Spaß da drauf. Also dann kann ich mich da ganz, ganz doll da neu fuchsen. Jetzt sehe ich gerade meine Kamera. Ja, du bist jetzt vor lauter Bewegung und Freude. Du bist halt eine lebendige Erzählerin. Ah, siehst du wohl. Meine Kamera ist abgewischt. So, halt, wo bist du? So, bin ich wieder da, wo ich hin muss. Nee, auch nicht so richtig, gell? Warte nicht mal. Ganz, aber das ist ja nicht so schlimm. So, ja, nicht so schlimm. Genau. Das Spannende, also was ich ganz spannend finde, ist, dass du das für dich so toll gespürt hast in all den Jahren und dann, also das dann auch wahrgenommen hast und deine Wege dann gegangen bist. Wie sehr, also wenn dein Mann, der hat ja viele Dinge von dir dann mitbekommen oder war dann auch mit in Solotouren, wie sehr ist er auch in den Wandel mit selber auch gegangen? Oder wie sehr ist er derjenige, der sagt, okay, ich gehe mit dir mit? Ja, das ist auch spannend, weil das ist jetzt gerade so unser aktuelles Thema. Weil klar, er ist immer mitgegangen, ja, und er hat das auch mit sich, also du weißt, wie es ist, wenn man selbst den Weg geht, sind ja auch für die anderen gehen, möchte die Energie gehen ja auch weiter, ne? Also auch meine Eltern haben schon ganz viel jetzt mitgekriegt, so. Es ist einfach so. Mhm. Bleibt nicht aus, ja, meine Kinder auch und mein Mann eben auch. Aber ja, es war dann so, dass wir irgendwann dann mal gesagt haben, ja, ich bin raus aus dem Geschäft. Ich habe dann irgendwann wirklich gesagt, okay, Berufung, das war ganz klar. Ich habe das Online-Magazin schon gegründet, 2016. Aber noch in Blogform, ja, das war also als Blog erst gewesen, nicht so ein Herzensprojekte, oder das dann Käse kreativ mit Blog und nicht so ein Herzensprojekte. Hab da auch relativ schnell ein Redaktionsteam zusammen gehabt und so war, aber wie gesagt, in Blogformat und hab's dann wieder aus der Arge verloren, weil, klar, das Leben kommt ja auch immer wieder dazwischen, ne, so. Und okay, aber, ich habe dann 2016 war es, glaube ich, ja, beschlossen, gesagt, du Harald, ich steige aus dem Geschäft aus und ich möchte jetzt diesen Weg da weitergehen. Ich möchte schreiben und ich habe dann auch, das ist auch so diese Intuition gewesen. Ich habe in der Meditation, mein erstes Buch ist durch mich durch. Ich habe ein Kinderbuch. Also es war, ich habe meditiert, da ist die Idee gekommen. Und von dem Kinderbuch Lili und Lou, Kurzgeschichten über das Leben und die Gefühle. Ich habe das Cover gesehen. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe 6 Stunden am Stück geschrieben und habe das Buch rausgeschrieben. Also das war schon, die ersten 2 Kapitel waren raus. Und ich habe das Gerüst schon gehabt von dem Buch. Es war alles da. Also das ist das Ding. Ich habe eben sehr viel Intuition erfahren. Ich habe sehr viele Ideen in der Zeit auch wirklich so downgeloadet, weißt, ohne dass ich das war nie gewollt. Ich wollte nie ein Buch schreiben. Ich wollte nie einen Verlag gründen. Ich wollte nie, weißt, das war, aber es ist so dann gekommen. Und das ist das, was ich meine, wenn du dann entschlossen bist und mutig bist und dem auch vertraust. Ja. Und trotzdem brauchst du immer wieder Zeit. So war es da eben auch. Ich habe da auch 3 Jahre gebraucht, bis ich das Buch dann wirklich rausgebracht habe. Mhm. Weil ich am Anfang auch gedacht habe, okay, was will ich jetzt ein Buch schreiben? Ja, also ich habe was ganz, ich wollte ganz andere Sachen machen. Mhm. Habe es dann erst mal also an ACTA gelegt, weil ich gedacht habe, ich bin ja keine Autorin. Ja. Mhm. Und trotzdem 3 Jahre später wieder an einem Punkt, wo ich denke, also es muss raus. Es war wieder so, dass ich einfach gespürt habe,
Zeichen, wenn ich so Kummer sind, Beispiel, ich sitze im Auto, das ist jetzt die Zeichen, wie das sehe. Ich sitze im Auto, bin so an der Ampel und dann kommt neben das Plakat, schreib dein Buch. Ja, ich so, hä? Ich bin doch schon immer gefahren, also die Strecke, die habe ich gekannt, ja. Aber an dem Tag war dort Plakat, schreib dein Buch. Und das ist, weißt, und so Dinge sind immer öfters irgendwie mir entgegengekommen. Also, okay, also irgendwie, ja, du musst es machen, du musst das Buch schreiben. Ja, ja. Das habe ich schon auch gemacht. Ja, und wie gesagt, und Harald war dann eben, wie ich aus dem Geschäft raus bin, auch an einem Punkt, wo er gesagt hat, ich glaube, jetzt wo du nicht mehr da bist, ich glaube, ich will das auch nicht mehr machen. Also das war auch nochmal so ein Punkt bei ihm, wo er sagt, oh, ich hätte eigentlich auch Lust, was ganz anderes zu machen, noch einmal. Weil die Reisebürobranche war doch schon wirklich, ja, schwierig immer, ne? Immer so politisch abhängig. Und wenn das nicht war, und dann war das nicht. Und dann waren da wieder Änderungen und dann hast du ewig gekämpft um die Provisionen. Und also es war so ein Kampf auf einmal für halt. Und ja, und meine Energie war raus, ne, aus dem Geschäft, das ist auch klar. Also diese Kreativität, die Kommunikation, das war natürlich dort auch gefehlt. Ne? Und, ja, und dann hat er gesagt, er möchte auch raus. Und dann haben wir uns 2018, haben wir, also 16 haben wir dann schon so gesagt, Ende 2016 haben wir gesagt, Mensch, es wäre ja schon schön, du musst so einen Cut zu machen, wirklich was. Also er wollte dann auch was ganz anderes ausprobieren. Und ja, und dann haben wir das auch wieder entschieden, 2016 im August, das weiß ich auch noch, da haben wir ein Ehepaar getroffen, die sind nach Spanien ausgewandert und die haben auch ein Geschäft gehabt, da in dem Ort, wo wir waren. Und dann haben wir uns ein bisschen im Auto so angeguckt, das wollen wir auch, ne? So. Ja. Wieder Entscheidungen getroffen, entschlossen waren wir irgendwie schon, das wollen wir auch, wir wollen nach Spanien und dann machen wir online was und können doch bei leben. Es hat wieder 2 Jahre gedauert, oder ja, 2 Jahre. Haben dann 2018, das war so unser Schlüsseljahr, alles verkauft, also unser Geschäft zugemacht teilweise und dann auch verkauft an die Mitarbeiterinnen, was auch total genial war, ja. Weil das ist ja dann weitergegangen, weißt du, so gute Hände auch abgeben können, das war auch schön. Und wir haben ja mittlerweile 2 Reisebüros gehabt, eins in Ludwigshafen, eins in Neustadt und eben Reiseveranstaltungen gemacht, Gruppereise gemacht. Also das haben wir aber alles in gute Hände gegeben und haben dann Ende 30.12.2018 alles verkauft. Und dann, immer so an Weihnachten rum, ne? Ja, aber echt. Dann war es wieder so, dass ich Anfang probiert zu meinem Mann, sagt, du, aber es ist noch nicht vorbei. Und er so, wie jetzt? Und ich so, ja, ich habe das Gefühl, wir wohnen da auch nicht mehr lang und so. Und er so, hä? Und ich sage, ja, ich glaube wirklich, das, ne, so, ja, wir wohnen da nicht mehr. Früher wohnen wir da nicht mehr. Und er, ach, lass mich jetzt ein bisschen kurz, haben wir erstmal alles verkauft und jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen sammeln und so. Und ich so, halt, sorry, aber es ist, nee, können sich überhaupt nicht mit aufreunden. Aber ich wusste, dass wir in früher nicht mehr da wohnen. Das war einfach, ich kann es nicht sagen, es war ein Gefühl. Ich habe es gewusst. Es war wirklich, ja, ich habe es gewusst. Und so war es dann auch. Dann ist irgendwann wieder E-Mail gekommen. Aber diesmal war Harald und da habe ich gesagt, ich habe eine E-Mail bekommen. Guck mal, da gibt es ein Haus, da wo wir immer hin wollten, ja, in den Ort nach Calonge, in Spanien, Costa Brava ist das. Und es gab es eigentlich nicht. Eigentlich gab es nie ein Haus zur Miete. Als Langzeitmiete, also für nicht bloß über Winter, sondern eher das ganze Jahr. Aber da war ein Haus, ja, und das war es dann auch. Und dazu habe ich auch noch eine Geschichte, wenn das, ich mache immer mein Vision Board, und ich habe ein Vision Board gemacht, ich habe auch was dazu aufgeschrieben und habe dann aufgeschrieben, im Dezember war das gewesen, genau, dass ich mein 50. Geburtstag. Das war dann 2019, mein 50. Geburtstag. Also das feiere ich in ihrer Villa und habe mich da stehen sehen an einem schwarzen Geländer. Vor mir ist der Blick aufs Meer, hinter mir der Pool. Und ich bin so in dem weißen Kleid, bin braun gebrannt natürlich, ne? Und so in die Haare. Und ich habe mich da stehen sehen und habe gefeiert. Und hinter mir Kerze und Menschen und Gedöns. Und wir kommen dann in dieses Haus und wir sind dann wirklich, wir sind am
14. Februar 2019 sind wir einfach für 2 Tage nach Spanien gefahren mit dem Auto und haben dann uns eben das Haus angeguckt. Und ich komme in das Haus da neu und die macht die Tür so auf, weißt, und da geht es in den Poolbereich und ich sehe das und mir fließen bloß so die Tränen. Ich habe so geheult, weil da war dieses schwarze Geländer und da war der Pool und ich habe gewusst, ja, das ist unser Haus. Ne? Das war es dann eben auch. Also es, wie gesagt, es ist einfach, ich fühle mich wirklich immer geführt. Also es ist einfach so, du kannst dann, ja, es ist eine Führung. Mhm. Aber dem immer zu vertrauen, also jetzt wirklich diese alles wieder zu packen, dann auch das umzusetzen, weißt? Also ja, das Haus zu verkaufen, also die Wohnung zu verkaufen, was auch so ein Ding war, wo dann der Makler gesagt hat, also es verkauft sich nicht so gut, eure Wohnung in Bad Dürkheim, und ich dann gesagt habe, Moment, ich muss das nochmal was verstehen. Ja, mach das wieder richtig. Es löst sich irgendwas, warte mal, ich mach das mal anders. Sorry. Macht nichts, alles gut. Technik. Kannst du gleich rausschneiden dann bitte, ja, wenn es irgendwie geht. Ich versuch's, ja. Ja, bitte. Ja, also ach so Geschichte, ne? Der Makler hat dann gesagt, das wäre alles nicht so einfach. Und ich habe zu dem Makler gesagt, du, pass auf, ich sag dann mal, wie das läuft. Aber es hat. Da kommt ein Ehepaar, also die haben keine Kinder und innerhalb von ein paar Tagen ist es verkauft und ein Preis spielt für die auch keine Rolle. Und der, naja, also warte mal ab, ne, so. Ich habe gesagt, wer steht? Und wir haben das Donnerstag inseriert, die Wohnung in Bad Dürkheim. Samstags waren die, ja, waren die Besucher schon da und der hat gesagt, du, ich habe das 2 Stunden online jetzt, die Wohnung. Ich habe es direkt wieder rausgenommen, weil wir haben schon 50 Interessenten. Ja, wow. Und ich so, okay. Und montags war die Wohnung verkauft. Ja. Und das war das ewig. Wir sind, Donnerstag war, also der 14. Februar, dann sind wir zurückgekommen, dann Donnerstag drauf die Wohnung, Montag schon verkauft. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, lieber Gott, es geht mir, das kommt aber doch ein bisschen zu schnell. Da habe ich schon ein bisschen Panik gedacht. Aber im Endeffekt war es genau so. Wir haben dann im Februar das Haus gemietet in Spanien, zurück, Haus verkauft. Das war alles ratzifatzi, März war schon Notarvertrag, alles unterschrieben und sind dann im Mai umgezogen, also nach Spanien gezogen. Ja, Wahnsinn, total schön. Es ist verrückt, es ist echt verrückt. Aber Harald, wie gesagt, das ist das Ding, ach, da ist den Weg wirklich mitgegangen und trotzdem hat es natürlich in ihr immer mal reingeholt, weil er hat ja nie diese innere Arbeit gemacht. Da ist zwar immer diese Schritte mitgegangen, aber diese innere Arbeit, die sie eben auch braucht, weißt du, diese tiefe, deine Schattenthemen immer wieder anzuholen. Mhm. Weil immer gesagt, oh Herr, oh, das ist toll, ne? Und dann hat er gesehen, wie das auch, was es mit mir macht. Dann hat immer gesagt, Mensch, du bist total verändert. Und ja, ich war früher immer so ein bisschen, ich sage immer, leicht depressiv, aggressiv. So. Mhm. Und jetzt ich habe angefangen zu strahlen. Und die Dinge sind so zu mir gekommen. Und ich war einfach glücklich. Und das hat ihm auch viel, ne? Das hat ihm auch viel Energie immer mitgeben. Aber er musste natürlich auch an sich selbst arbeiten. Und da ist er jetzt dran. Also ich muss sagen, und dessen ist eben, wie es ist, seit wir jetzt in Spanien waren, ist die große Krise gekommen. Also da war echt, also ist er so in seiner ersten Krise jetzt erstmal so richtig neu gedopst, ja, mit so richtig Fett, ja. Mhm. Und er muss sich jetzt auch mit seinen Themen beschäftigen, ne? Und das ist so unser Thema. Ja. Das ist jetzt schon, was heißt uns, es ist seins, aber natürlich, wenn du in einer Beziehung lebst, schwingt doch schon ganz schön was mit. Also, ja, ich meine, so, klar. Deine Familie hat es ja bei dir auch alles mitbekommen. Also das darf man ja immer nicht vergessen. Also wie die Menschen, die einen lieben, das ja mittragen oder mitgehen. Also entweder geht man es, also muss man es halt ganz allein, also man muss es sowieso alleine gehen. Ja. Ja, aber wenn Familienmitglieder, also bei mir war es meine Tochter, Melina, die hat einfach echt viel dann auch irgendwie mitbekommen, ja, und ja, natürlich ist da dann auch nicht alles super toll gelaufen auf meinem Entwicklungsweg für sie, ja, also ich habe
wie ich es für mich selber auch bemerkt habe oder ja irgendwann in die Annahme gehen durfte, dass meine Eltern für das, was sie konnten, zu jeder Zeit das ihnen Bestmögliche gegeben haben. So dürfen wir das für uns auch sehen, auch wenn wir auf unserem Entwicklungsweg, der viele positive Seiten hat, aber halt auch die ganzen Schattenthemen hervorbringt, sind wir auch nicht immer optimal für unsere Kinder gewesen oder für unser Umfeld, weil wir sind dann teilweise ja auch, also ich kann es von mir sagen, ich bin sehr mit mir selbst beschäftigt gewesen, ja, also weil ich das alles ja auch erstmal verarbeiten musste, was da gekommen ist. Und dann, ich bin enorm dankbar für das, was meine Veränderung für mich gebracht hat, dass meine Tochter das so mitgetragen hat oder diesen Weg so mitgegangen ist und was es aber auch an Verbindung geschaffen hat. Also ich finde, ich meine, Melina und ich waren immer, wirklich immer enorm gut verbunden, auch wenn sie in der Pubertät ganz normal dann bissele Rebellion, also Melina wirklich, das war echt wenig, ja, wenn es das dann gab oder dann auch diese Abgrenzungsthemen dann natürlich auch vorhanden sind, aber diese ernsthaft oder diese wirklich wundervolle, herzliche, tiefe Seelenverbindung, die da ist, denen hat es nie einen Abbruch getan. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es hat es schlussendlich gestärkt. Ja, das glaube ich auch, weil das gebe ich da auch recht. Also ich war auch oft, stundenlang im Wald geguckt, weißt, und habe meditiert und nur sehe nichts zu Mittag essen gegeben oder so. Mhm. Und dann hör mal, wo warst du? Und ich so, ja, also ich war da schon auch mal, teilweise habe ich mal Phase gehabt, wo ich echt abwesend war, wo ich, wie du sagst, wo man so in sich versunken ist, ja, wo man so mit seinen Themen beschäftigt ist, wo man vielleicht auch vieles dann gar nicht so mitbekommt, weißt, was bis andere überhaupt geht gerade. Also es war schon, ach, war schon phasenweise, so muss ich schon sagen, ja. Und ich finde auch, Eva Harald war immer an meiner Seite und hat es immer auch mitgetragen und hat da auch mir immer diesen Raum auch, weißt, gelost, Eva. Hat immer gesagt, ja, mach du mal. Und hat Eva aber auch gesehen, wie die Entwicklung ist und wie ich mich verändert habe. Und es hat ihm ja auch gefallen, ja. Aber selbst, wie gesagt, und das ist eben auch der Punkt, wo wir jetzt auch sind, man muss es eben auch selbst tun, ne? Mhm. Also da guckst du nicht drum rum, ne? Da kannst du zwar viel mitbekommen, aber trotzdem im Endeffekt musst du dann den Weg, wie du eben auch schickst, also jeder muss den Weg selbst gehen. Ne? Ja, aber was ich vor allen Dingen dazu sagen wollte, ist, dass was ich nicht gut finde, ist, wenn man zwanghaft zusammenbleibt. Ja, also obwohl es einem schlecht geht. Aber was ich total schön finde, ist, wenn eine tiefe Verbindung in der Partnerschaft da ist, aufgrund einer sehr guten Basis, die dann vielleicht auch mal gerüttelt wird durch solche Momente, den einmal deinen Entwicklungsprozess, den du gegangen bist, oder das, was Harald jetzt zum Beispiel durchmacht, dass man trotzdem ja, auch wenn jeder seinen Weg geht in so einer langen Partnerschaft, dass man nicht alles immer cutten muss, außer es ist natürlich ganz schlimm. Also verstehst du, was ich sagen will? Ja, auf jeden Fall. So, sich gegenseitig den Raum dafür zu geben, um dann wirklich noch enger zusammenzukommen oder also noch verbundener zusammenzukommen, weil jeder mit sich selbst so wirklich verbunden ist. Ja, das ist schön, dass du es sagst. Und das ist auch der Fall. Also ich habe auch das Gefühl, dass immer, was mir auch so wichtig ist, dass man einfach, dass er das auch will und dass ich das auch will. Weißt du, ich meine, also, das ist auch wieder Entscheidung, ne? Also will ich das auch? Also will ich das immer noch so? Wir sind jetzt dieses Jahr 30 Jahre verheiratet. Das ist schon eine lange Zeit und ist natürlich auch viel eingespielt und so, ist klar, oder? Ich meine, noch eine lange Zeit und trotzdem musst du dich immer wieder auch dafür entscheiden. Willst du das? Ja, so. Und und wir entscheiden uns immer wieder dafür, dass wir das eben wollen, dass wir den Weg weiter zusammen gehen wollen. Und und das ist auch eine Entscheidung, ja. Das ist, die man immer wieder treffen muss im Prinzip. Ne? Ja. Und da reden wir auch ganz offen drüber. Ja. Du musst auch ganz offen drüber reden. Was mir auch geholfen hat, da war ich
im Prinzip auch schon auf dem Weg, weil wir sind im Prinzip alle schon auf dem Weg. Bloß die eine bewusst, die andere unbewusst. Da war ich noch ein bisschen unbewusst, aber trotzdem schon irgendwo die Idee gehabt. Und zwar in der ersten Krise, wo es war, wo wir gehabt haben, da habe ich auch die Idee gehabt, lass uns mal aufschreiben. Habe ich so eine Tabelle gemacht, ne? So Tabelle, so. Mhm. Der Ist-Zustand. Und was ich mir wünsche, was ich Sehnsucht habe und was so meine Vision ist von einer Beziehung. Mhm. Und das habe ich gemacht. Also erstmal das aufgeschrieben, habe eine Kopie gemacht. Dann habe ich gesagt, ich möchte, dass ich hocke mich jetzt da hier, ich möchte es aufschreiben und ich möchte, dass du das auch aufschreibst. Mhm. Lass es uns doch mal aufschreiben, was wir uns wirklich wünschen oder was erstmal jetzt ist, was ist, weil vielleicht ist auch für ihn was ganz anderes gerade wie für mich, obwohl wir ja zusammen leben, mhm. aber oft ist ja die Wahrnehmung ganz anders. Ja. Und wie gesagt, und wie wir uns im Prinzip das wünschen, ja, und dann habe ich das gemacht und wie ich, also Bettina, ne, schreibt doch gleich, ne, halb Stunde später war alles klar und mein Mann hat 3 Tage gebraucht oder 4 Tage und also der huscht, ja, muss er sich erstmal mit befassen und so kurzum, wir haben dann Schäden oben so zelebriert, welche mit Kerzenschau und Weihrauch geschenkt und so, dass man wirklich, wir wollten das so ein bisschen zelebrieren und dann haben wir unsere Blätter ausgetauscht. Und dann haben wir das erste Mal wieder gelacht zusammen. Okay. Ja, weil wir wollten das Gleiche. Oh, wie schön. Wir wollten genau das Gleiche, aber wir haben es nicht gelebt. Ja? Also wir haben das Gleiche, was uns gestört hat. Und wir haben das Gleiche gehabt, was wir uns gewünscht haben. Und haben das erste Mal wieder einfach gelacht und gesagt, Mensch, ja, warum machen wir es dann nicht? Warum leben wir es dann nicht, wenn wir es doch schon beide wollen, ja? Und das war dann wieder der Anfang, ja. Und so, ich glaube, und das sollte man immer mal wieder machen. Gucke, wo steht man, ja. Mhm. Was ist gerade vielleicht nicht so ideal oder ja, wie ist die Situation jetzt und wie wünsche ich mir es? Und dann sich zu fragen, okay, also dann mache oder was gibt es so für Schritte? Und das hat uns schon geholfen, ja. Also super. Gemeinsame Vision, ich glaube, das braucht es auch. Dass du einfach weißt, wo geht's hin, ja, wo führt es hin? Und damit sind wir ja eigentlich auch wieder bei deinem Anfang. Visionen und Entscheidungen und Mut und losgehen und es einfach machen. So ähnlich hast du es am Anfang gesagt. Ja, vor allem aber auch bitte das, was ich am Anfang auch gesagt habe, so das kommt anders als gedacht und besser als erhofft. Und ich glaube einfach wirklich viel, viel, viel mehr auf die Intuition zu vertrauen. Also wirklich diesen Herzensweg zu gehen und diesen Mut auch zu haben, Entscheidungen zu treffen natürlich und den Weg auch zu gehen und einfach zurück zu vertrauen und diese Zeichen zu erkennen. Weißt, so. Und das ist auch so das, ja, das ist so das, was ich der Welt im Prinzip, wenn sagt schon diese Botschaft, die man jetzt gerade so raussende, will, ja, hör auf das, hör auf das Herz und komm in die Ruhe, weil in dieser Ruhe kommen die Sachen auch alle. Also alles, was ich, ne, das kommt immer alles so in der Ruhe. Nimm da also viel Zeit auch für dich und reflektier. Genau. Ja. Und halte dich vor allen Dingen auch nicht verrückt, wenn dann solche Dinge kommen, sondern zur Not schreib's erstmal auf und lass es mal in dich wirken. Also so mache ich es dann immer, dass ich denke, ey, Maren, geht jetzt irgendwie gar nicht. Und dann, hey, jetzt schreibe ich es einfach mal auf und hey, und warum soll es nicht gehen? Und wie du es auch ganz am Anfang gesagt hast, was habe ich zu verlieren? Gar nichts habe ich zu verlieren. Eben. Gar nichts. Ich habe nur zu gewinnen, sei es an Erfahrung oder an wundervollen Momenten. Ja, genau. Ich glaube, also bin ich schon überzeugt, dass es so ist. Ja. Man hat, wie gesagt, den Mut eben immer wieder, es ist nicht, den Mut aufzubringen, ist einfach auch mal in dieses Tun zu kommen. Ja? Also dann wirklich, das einfach den Schritt mal, weißt du, so ein kleiner Step zu machen. So, und dann auf einmal, ja, und dann kommen die Zeichen, dann vorgestellt wieder, weißt du, so, und dann auf einmal auch diesen Mut, das geht, okay, und dann, weißt du, dann machst du das eben, dann gehe ich die Schritte auch. Ja, Bettina, damit würde ich es jetzt dann gerne langsam mal abschließen. Ich finde, es war jetzt auch ein schöner Abschluss, so nochmal eine Zusammenfassung dessen und nochmal mutmachende Worte, finde ich. Was mir besonders gut gefallen hat an unserem Gespräch heute, ist auch, dass deutlich ist, ja, vertraue deiner Intuition, habe den Mut, aber sei dir auch dessen bewusst,
dass es nicht immer einfach ist und dass du auch an Themen kommst, die wichtig sind, um sie aufzuarbeiten und aufzulösen, und habe Geduld mit dir. So, das ist für mich nochmal ein Fazit. Und das ist auch das, was ich meinen Kunden zum Beispiel immer wieder sage: Hey, überfordere dich nicht und sei sanft mit dir. Das ist auch schön, ja. Und das ist auch noch, wenn ich das noch erwähnen darf, es ist auch eben genau das, wofür auch das Magazin steht, das Herzprojekt-Magazin steht. Weißt, diese Inspiration und auch die Möglichkeiten zu bieten. Weißt, ich meine, von Menschen, die diesen Weg schon gehen, so wie du auch, ja, und wie viele andere auch schon. Es gibt diese Pioniere der neuen Zeit, nenne ich die, ja, die eben Möglichkeiten bieten, Sachen auszuprobieren, zu gucken, Mensch, geh doch mal zum Maren ins Coaching, dann lass dir das doch mal aufstellen, geh doch diesen Weg mal, probier es doch mal aus. Es gibt so viele tolle, ich habe als in der neuen Zeit mal die Kerstin Joost, Dr. Kerstin Joost mit im Magazin gehabt, die Einhorn-Reading macht, weißt du, es gibt tolle, ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, einfach den Weg wirklich zu gehen. Es gibt Menschen, die wirklich dort auch begleiten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, noch um das zu sagen, dass es immer Menschen gibt, die dir dort auch helfen auf dem Weg. Du bist doch nicht allein. Wir sind nicht allein. Wir können uns immer wieder verbinden und können Möglichkeiten ausprobieren. Und das ist eben auch mein Wofür, warum ich dieses Magazin auch mache. Um diese Bühne zu bieten, deine Menschen, die Möglichkeit eben auch in sich haben, die sagen, Mensch, ich bin, ne, ich habe das Angebot, das ist die Bühne für die Menschen und gleichzeitig die Inspiration und die Motivation und die Ermutigung, diesen Weg zu gehen, weil wir haben das eine Leben, ey, und also ich will glücklich sein in meinem Leben, ich will am Ende zurückgucken und sagen, boah, also ich habe mein Leben in Liebe gelebt und ich bin geliebt worden, ich habe geliebt und das war's, weißt? Und das geht, weil das ist das, was mir, oder das was bleibt von uns, ne? Ja, das, genau. Das ist das, was, du nimmst nichts mit, aber die Liebe, die bleibt. Ja, das stimmt. Bettina, erzähl noch ganz kurz, wo die Zuhörer und Zuschauer dein Herzprojekt-Magazin finden. Ja, unter www.bettina-schott.de. Und da ist auch alles drin. Also da kann man mit mir ins Herzensgespräch kommen, da kann man aufs Magazin kommen, das Magazin abonnieren oder eben auch als Teilnehmer mal dabei sein, wenn es passt zum Thema, kann man sich auch dafür bewerben. Ich habe immer 10 Plätze für das Magazin frei. Mhm. Und genau, da gibt es also Möglichkeiten, habe ich also auch Angebote auf der Seite, da kann man stöbern und kann eintauchen. Ja. So finden da alle Informationen. Und natürlich abonniert, das Magazin ist kostenfrei. Okay, und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, das ist echt eine schöne oder ein schönes Magazin mit ganz viel Herzblut drin. Ja, und immer mit hochkarätischen Interviews, also da bin ich immer ganz, ganz happy, dass mir das immer gelingt, wirklich auch prominente Menschen, welche einzuladen, zu Interviews, Interviews zu führen, und das immer eine riesige Inspiration auch ist. Ja, super. Genau. Bettina, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir das heute Abend Zeit genommen hast. Dankeschön. Und ich freue mich riesig, dass wir beide an meinem Buchprojekt arbeiten, dass du im Institut dabei bist und dass wir auch mit dem Maren vom Institut mit Sicherheit demnächst wieder in deinem Magazin vertreten sein werden. Das haben wir ja gesagt, du bist jetzt also auf jeden Fall ein fester Bestandteil jetzt vom Magazin. Ja, super schön, genau. Ich freue mich auf alles, was noch kommt und was wir noch gemeinsam auf die Beine stellen. Ja. Auf dem Weg des Herzens machen. Ja, genau so sieht es aus. Das wünsche ich jetzt auch allen Zuschauern und allen Zuhörern, und ich wünsche noch eine ganz arg schöne Zeit bis zum nächsten Wochengespräch. Bis dann. Alles Dankeschön. Dann. Tschüss. Ciao. Ciao.